Moin Leute, es geht heiß her, der Patch ist schon live, also er wurde schon aufgespielt und ihr könnt euch jetzt schon einige Sachen holen. Die Undermine Reels wurden erhöht von 100 auf 150, also der Cap wurde erhöht und ihr könnt euch die Bind on Account Ebleme schon holen, um für eure Charaktere, also für eure anderen Charaktere, für eure Alts Runen freizuschalten. Das könnt ihr an Alts schicken und diese können dann bei den Runenhändlern in Sturmwind und Orgrimmar sich die Runen holen. Das heißt, die müssen nicht nochmal gemacht werden. Die Armschienen konnte ich jetzt hier noch nicht finden. Die werden wahrscheinlich dann erst morgen zur Verfügung stehen. Die Patch Notes kamen gestern Abend und mit ihnen einige Änderungen für Phase 5. Demonfall Canyon bekommt in dieser Phase der Season of Discovery einen neuen Boss und mit ihm neue Beute. Er heißt Azalgoth und er erscheint, nachdem Spieler Silbergob etwa in der Mitte des Dungeons getötet haben. Er ist die neueste Ergänzung vom Demonfall Canyon. Dieser mächtige Grubenlord bringt neue Beute für diejenigen mit, die ihn besiegen können, darunter Schmuckstücke, Ringe und mehrere neue epische Waffen. In Phase 5 können nun bis zu 40 Spieler an Molten Core mitmachen. Dieser Raid ist zwar immer noch auf 20 Spieler abgestimmt, aber Gilden müssen keine Spieler mehr ausschließen. Das heißt, es können jetzt mehr wie 20 Leute mitkommen. Gute Nachrichten für alle Jäger, es kommt ein neuer Aspekt ins Spiel für Phase 5. Abhandlung über den Gerfalken. Es ermöglicht nun, dass die Fernkampfangriffsvorteile von Aspekt des Falken und verbesserter Aspekt des Falken auch auf Nahkampfangriffe angewendet werden können. Um die Fähigkeit zu erlangen, müssen Allianzspieler nach Winterspring und Horderspieler müssen nach Azshara. Dort befinden sich nämlich die Händler. Für Magier gibt es auch ein kleines Update in Phase 5 und zwar, sie können ein neues Wasser herstellen, Rang 8. Das ist das Bergquellwasser, was hier zu sehen ist. Den Händler dafür findet ihr auch in Winterspring und Azshara, also dieselben Händler wie vom Jägeraspekt. Man muss aber dazu sagen, dass das Bergquellwasser nicht an den Dschungeldurian herankommt und an das trinkbare Weihwasser von Stratholme. Kommen wir zum spannenden Teil. Spieler können mit Victor Nefrindius, einem ganz normalen Menschen, direkt am Eingang von dem Blackwing Lair sprechen, um Zusatzprüfungen hinzuzufügen, die von verschiedenen Drachenschwärmen inspiriert sind. Das Abschließen des Raids mit zusätzlichen aktiven Prüfungen bietet natürlich zusätzliche Belohnungen, nachdem Nefarian besiegt wurde. Spieler können jederzeit zusätzliche Prüfungen hinzufügen, aber sobald eine Prüfung deaktiviert wurde, kann sie nicht mehr wieder aktiviert werden. Der gesamte Raid muss mit diesen zusätzlichen aktiven Prüfungen abgeschlossen werden, um auch Anspruch auf die ganze Beute zu haben. Spieler können alle 5 Prüfungen für die größte Herausforderung aktivieren, aber es gibt nicht wirklich extra Belohnungen dafür, wenn man mehr als 3 verschiedene Prüfungen aktiviert. Würde bedeuten, alles über 3 ergibt keinen wirklichen Sinn, aber um das auszuheben, gibt es zusätzlich einen wöchentlichen Bonus für das Absolvieren einer bestimmten Prüfung. Spieler mit Adleraugen werden jede Woche in der Nähe von Victor Nefrindius einen Hinweis darauf entdecken, welche Prüfung des Drachenschwarms dieser Bonus ist. In Phase 5 wird es 2 Versionen des T2-Sets geben, einmal Core Forged und Draconic. Das haben wir gestern schon besprochen. Das Core Forged ist im Prinzip das T2-Set, wo ihr die T1-Set-Bonis verwenden könnt. Der Händler dafür steht übrigens ein MC, also der Hydruxianer NPC, und dann gibt es noch das Draconic Set. Das ist das T2 Set mit den T2 Set Bonis, also mit den neuen T2 Set Bonis für Season of Discovery. Ihr könnt die unterschiedlichen Rüstungssets, also Core Forged und Draconic, natürlich auch miteinander kombinieren. Ihr könnt zum Beispiel 6 vom Core Forged nehmen und 2 vom Draconic oder andersrum, so wie es eurem Spielstil entspricht. Sul'Gurub erwartet uns auch in Phase 5 im Gegensatz zu BWL, was einen Weekly Reset hat, wird Sul'Gurub 2-mal wöchentlich zurückgesetzt. Es gab ja auch einige Änderungen, zum Beispiel das Ereignis Edge of Madness wurde gegenüber dem ursprünglichen WoW Classic geändert und es gibt keine wöchentliche Rota mehr. Und eine neue besondere Herausforderung erwartet die Spieler, die es mit dem Blutgott HK in seiner furchterregendsten und mächtigsten Form aufnehmen möchten. Ein neuer World Boss steht uns auch zur Verfügung mit der Veröffentlichung von Phase 5. Prinz Tuderan wird uns als neu gestalteter Raid Boss zur Verfügung stehen. Er ist für 20 Spieler ausgelegt. Man kann den Raid aber auch mit 40 Spielern machen. Der Raid wird 2-mal wöchentlich zurückgesetzt, also genauso wie Sul'Gurub. Spieler finden den Eingang zum Crystal Vale, also zum Raid, am Eingang eines Zelts im nordwestlichen Teil von Silithus. Spieler müssen nicht an der Questreihe Thunderfury teilnehmen, um Prinz Tuderan zu beschwören. Tuderan lässt brandneue, einzigartige Beutefall, darunter der Gürteltoken des Tier 2 Sets.
Kommen wir zum PvP-Update, und zwar die Basis-Erde wird ab Start von Phase 5 der Season of Discovery verdoppelt. Es gab Anpassungen an der Belohnungsstruktur von der Rati-Becken- und Wasungsschlucht, um Spieler zu motivieren, sich auf diesen Schlachtfeldern zu engagieren. Für die Niederlage gibt es jetzt 2 Ehre-Abzeichen anstatt 1. Und für die Quests, die ihr abgeben könnt, also Kampf um Wasungsschlucht, Schlacht um Wasungsschlucht und das gleiche für Arati-Quests, bekommt ihr jetzt 7500 Erde pro Abgabe, also ein deutlicher Buff. Die Trennung zwischen kleinen Gruppen und Pre-Made-Gruppen wurde entfernt. Wichtig hier, Anmerkung des Entwicklers: mit der Erhöhung der Erde-Belohnungen sowie der Erhöhung der Belohnung für verlorene Spiele in Warzone und Arati entfernen wir die früheren Phasen der Season of Discovery eingeführten Warteschlangentrennung, die Pre-Made-Gruppen und kleine Gruppen getrennt hat. Das bedeutet, dass es nur eine einzige Warteschlange gibt und Spieler ohne Einschränkungen miteinander gepaart werden können, unabhängig davon, ob sie alleine in einer kleinen Gruppe oder in einer Pre-Med-Gruppe sind. Blizzard denkt, dass dies für die Gesundheit dieser beiden Schlachtfelder wichtig ist, und es gab eine PvP-Schadensreduzierung. Spieler erleiden jetzt 30% weniger physischen Schaden durch andere Spieler und Pets. Vorher waren es 20% und 40% weniger Magieschaden durch andere Spieler und Pets. Vorher waren es 30%. Dann eine kleine Sensation, das gab es auch schon auf TPT, und zwar Post zwischen Charakteren mit demselben Battle.net-Konto werden auf Season of Discovery-Servern jetzt sofort verschickt, also nicht mehr eine Stunde warten. Und die Berufsspezialisierung für Lederverarbeitung und Schmiedekunst schließen sich nicht mehr gegenseitig aus. Dies gilt auch für Waffenschmiedekunst. Mit Phase 5 kommt auch eine kleine Anpassung an den World Buffs, und zwar Spieler, die entsprechenden Quests zum Plündern von Onis Kopf, Farkas Herz oder die Quest zum Töten von Rent Blackhand abgeschlossen haben, können jetzt einmal im Monat eine wiederholbare Quest abgeben, um diese World Buff Effekte erneut auszulösen. Also, die Quests gibt zwar keine Belohnungen, aber löst die World Buffs auf eurem Server aus. Und es gibt eine kleine Anpassung beim Dunkelmond Jahrmarkt Buff, da gab es eine Abklingzeit von 4 Stunden, die wurde verkürzt auf 10 Sekunden. Und die letzte Änderung, die Münzen, die ihr von Dungeon Bossen hält, bekommt ihr jetzt auch von Nyxir, Asseguros und Lord Kazak.